It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments. And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagashaw of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments. Ich hoffe, dich hören, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ich glaube, es war gerade ein bisschen laut. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Jetzt, sehr gut. Ja, Leute, da sind wir zum Hobby Talk. Letzte Woche war es ja ein bisschen schleppend, was die Verbindung betrifft. Sollte diese Woche alles ein bisschen besser sein. Für die, die es nicht mitbekommen haben, letzte Woche, Sound ist jetzt komisch. Immer noch komisch? Oder hört ihr mich? Schreibt mal gerne. Hallo, hört ihr mich normal oder klingt irgendwas komisch? Plätschernde Kratzen? Oh je, plätschernde Kratzen wollen wir nicht. Muss ich mal gerade gucken. Plätschernde Kratzen. Lächelnde Kratzen. Jetzt, hi Sandra, hört ihr mich jetzt besser oder ist immer noch komisch? Jetzt besser oder immer noch komisch? Jetzt. Habe ich gerade was umgestellt? Ich hoffe, jetzt geht's besser. Hab ich ein Kabel hier? Immer noch komisch, irgendwie anders als sonst. Ich habe keinen Stimmbruch, aber komisch beim Dings, beim anderen Stream ging es letzte Woche. Jetzt probieren wir mal hier noch ein bisschen rum, woran das hier noch liegen kann. Übersteuert. Dann drehe ich mal den Ton ein bisschen, sing mal. Ich drehe mal ein bisschen die Lautstärke runter, aber guck mal, ob es jetzt besser ist. Die Lautstärke ist jetzt ein bisschen weiter unten. Aber sonst wüsste ich jetzt auch nicht, woran es noch liegen kann. Da nicht. Ja, besser. Okay. Bei allen besser. Ich hoffe, dann habe ich es jetzt, glaube ich. Also es kann sein, dass es an der Lautstärke dann einfach lag. Autotune an. Nee, Autotune ist nicht an. Autotune ist nicht an. Aber ist jetzt besser? Also ich habe die Lautstärke runtergedreht, jetzt sollte es hoffentlich ein bisschen besser sein. Passt jetzt? Sagt mal was? Nein, das gibt's doch gar nicht. Hier im Kabel kann es nicht liegen. Komisch, am Donnerstag ging doch alles perfekt hier. Das gibt's doch gar nicht. Moment hier.
Audio. Komisch. Komisch, komisch. Bisschen, aber trotzdem nicht. Bisschen, aber nicht. Trotzdem nicht wie gewohnt. Ich mache jetzt mal weiter in der Hoffnung, das regelt sich noch. Wobei, im Moment, ich probiere mal hier gerade noch was. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ja, okay, jetzt habe ich hier nämlich mal selber mich mal gehört und geguckt, ob hier irgendwas ist. Moment. Ne, ich wüsste sonst jetzt auch nicht, woran es liegen könnte noch. Aber es scheint ja zu gehen, zumindest. Ich mache jetzt mal, ich leg mal los. Ich weiß nicht, woran es liegt, muss ich mir im Nachhinein nochmal anschauen. Aber ich habe gerade gehört, man versteht mich, glaube ich, schon ganz gut. Nur meine wunderschöne Stimme ist ein bisschen anders wie sonst. Schauen wir mal, ob das hier, ich höre mich gerade nochmal ganz kurz selbst. Schauen wir mal, ob das hier, ich höre mich gerade nochmal ganz kurz selbst. Ja, es geht schon, oder? Also, ich fange nochmal an. Herzlich willkommen zum Hobby Talk. Ihr habt gemerkt, der Start ist immer noch ein bisschen holprig, aber besser als letzte Woche, zumindest im Livestream. Im Livestream konnte man mich letzte Woche gar nicht sehen. Der eine oder andere macht es nichts aus. Aber hören konnte man den Das Hobby Podcast, beziehungsweise den Hobby Talk im Das Hobby Podcast Kanal. Und ja, für die, die es nicht mitbekommen habe, mein kompletter Rechner ist abgeschmiert. Dementsprechend durfte ich übers Wochenende in wenigen Tagen ein neues Setup mir aufbauen, einen neuen Rechner kaufen, da alles einrichten. Er hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ich habe es leider nicht ganz geschafft, zum letzten Dienstag im Hobby Talk das Ganze wieder einzurichten. Ist aber jetzt soweit, zumindest hoffe ich, vom Internet und so weiter, hält die Leitung hoffentlich. Zumindest sieht es momentan ganz gut aus. Ton kriegen wir bestimmt auch noch hin. Der ist anscheinend noch ein bisschen holprig. Auch das Licht sehe ich, ist noch nicht ganz so, wie es will. Also gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Aber wir können auf jeden Fall in die News gleich mal reinschauen. Für die, die das erste Mal dabei sind, oder allen erstmal frohe Ostern noch, wenn man das, nee, sagt man nicht mehr, ne? Nach Ostern sagt man das nicht mehr. Aber ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern, ein schönes Osterwochenende, je nachdem, wann ihr das natürlich seht oder hört. Ich hatte schöne Ostern, wie immer versucht die Zeit mit der Family zu nutzen und eine gute Zeit gehabt, gut gegessen. Und am Sonntag tatsächlich waren wir auch aktiv auf Whatnot, also auch ein bisschen Kartengame war am Start. Und natürlich geschaut, was es an neuen News gibt rund um das Thema Hobby-Sammelkarten/Sportkarten. Auch da haben wir, wie gesagt, gleich ein paar neue Updates, neue Pullouts. Da kam ja auch richtig was raus letzte Woche. Flawless, da gab es einige Logomans, die wir uns gleich mal anhören bzw. anschauen. Und ja, da auf jeden Fall, also schöne Ostern waren es, und für die es erstmal dabei sind, das ist die Hobby-Tagesschau. Einmal die Woche gibt es hier die neuesten Updates rund um das Thema Sportkarten und Co. Die neuesten Pullouts, ein paar Verkäufe schauen wir uns immer mal an und haben natürlich auch immer mal ein paar ja, Release-News. Was gibt es Neues jetzt in dieser Woche an neuen Releases? Wobei da sich ja gerne mal was verschiebt die letzten Wochen und Monate. Genau, von daher würde ich gar nicht das Ganze noch in die Länge drücken, sondern würde sagen, komm, lass uns loslegen mit unseren Updates aus dieser Woche zum Hobby. Da ist wieder ein bisschen was passiert. Gab auch schon Wochen, wo ein bisschen mehr passiert ist, aber es waren ja auch ein paar Feiertage. Aber dementsprechend gab es gute Pullouts, kann ich euch schon mal sagen. Also wir fangen mal an mit einer News aus dem Tops-Kanal. Und ja, ich hatte es vor drei Hobby Talks schon mal angesprochen, und zwar die Debut-Patches. Das sind die Patches, die die Rookies bei ihrem ersten Spiel auf ihre Trikots bekommen. Gab es im Baseball schon. Also ist quasi nur für das erste Spiel ein eigener Patch, den der Spieler dann im ersten Spiel trägt und danach wieder abgenommen wird und dann in eine Karte eingearbeitet wird. Sensationelle
Idee, die es schon im Baseball gab und auch im Fußball jetzt gibt und tatsächlich jetzt auch live geworden ist. Und zwar auf dem Topscom-Kanal wurde das im Laufe der Woche gepostet. MLS Debut Patches Hit the Pitch. Also die Patches wurden getragen. Das heißt, die ersten Patches sind wahrscheinlich auch schon wieder aus dem Trikot genommen sozusagen und auf den Weg hoffentlich zu irgendwelchen Sammelkarten-Producern, die das dann in welche Karten einarbeiten. Das heißt, wir dürfen uns auf jeden Fall bald über Major League Soccer Debut Patches in Karten freuen und bin sehr, sehr gespannt, da dann auch den einen oder anderen Pullout hier zu zeigen, was da so rauskommt. Also coole Idee, finde ich's. Ich habe kein Spiel gesehen. Ich muss sagen, ich verfolge die MLS jetzt nicht so regelmäßig. Natürlich guckt man immer so ein bisschen, was Messi und Miami so ein bisschen macht, aber tatsächlich komme ich mit meinen anderen 30 Ligen nicht hinterher und dann noch die MLS wäre, glaube ich, ein bisschen much, aber ich glaube, spannendes Projekt und bin gespannt, ob das auch noch auf andere Sportarten ausgeweitet wird, Basketball, Football, ja, wie gesagt, Eishockey, beim Dings gibt es das jetzt schon beim Baseball und beim Fußball zumindest in der MLS. Sehr coole Sache, ist live gegangen. Dann kommen wir zu einer News, die, ja, der erste Post war bei Fanatics Live, da gab es ein Bild von einer Frau, die auf ein Logo von Fanatics und PSA guckt und da steht a match made in heaven, who's ready? Also ein Match gemacht aus dem Himmel, wer ist bereit? Und ja, Fanatics PSA klingt auch erstmal krass, weil Fanatics gibt extrem, ich meine, die haben immer Gas gegeben, aber gerade, ich komme gleich zu Fanatics Live, da ist richtig Gas drauf. Und jetzt gab es eben dieses Announcement, Fanatics PSA, und da hat man natürlich erstmal aufgehorcht und geguckt, was passiert denn da jetzt gerade. Und haben dann festgestellt, dass, weil es wurde dann auf dem PSA-Kanal, wurde es tatsächlich released. Jetzt muss ich gerade das nur finden, wo das ist. Habe ich das tatsächlich gelöscht? Moment. Vorhin hatte ich es noch drin. Dann gehen wir mal auf den PSA-Kanal, weil da sehe ich es gerade nicht mehr. Weil da wurde es announced, und zwar eine Collab zwischen PSA und Fanatics. Yes, Fanatics Live, da ist es. Has entered Collectors Club with store credit for new and renewing members at both tiers at the total cash value now exceeds the cost to join. Spend credit on auctions and merchandise or participate in breaks. Also mit anderen Worten, Fanatics ist jetzt Teil des Collectors Club. Collectors Club ist quasi ein, ja, Club bei PSA, wo es dann auch noch mal ein bisschen Rabatte gibt, beziehungsweise auch, ich glaube, soweit ich weiß, sogar ein paar andere Vorzüge. Könnt ihr mal auf der Seite schauen. Und ja, Fanatics Live hat dort jetzt, ist jetzt Teil des, hat dort jetzt Credits auch für ihre Members bekommen. Premium Members Ready to Rip steht da, Standard Members ist live on March 29 $60 und Premium Members $125. Und so wie ich es verstehe, wird es auch live dann quasi in Fanatics Live, ich habe gerade gesagt, gibt Gas, dort auch dann eine Collab geben. Da wurden, glaube ich, der ein oder andere sogar schon, dass die, ja, dann direkt quasi zum Collectors Club Karten geschickt werden können und so weiter. Also sehr, sehr coole Sache. Also ich bin gespannt, wo das noch weiterhin geht mit den beiden und vor allen Dingen aber auch mit Fanatics Live. Also da ist auf jeden Fall eine Collab am Start. Das heißt, Fanatics Live ist jetzt Teil des Collectors Club und hat natürlich dadurch jetzt schon mal den Fuß in PSA reingesetzt. Und wir haben in den letzten Breaks auch bei anderen Plattformen, kommen wir auch gleich nochmal zu, schon mal gesehen und erfahren, dass es sozusagen bei einem Break ein Live-Grading gibt. Auch eine geile Idee, das heißt, es wurde gebreakt, die Karte wurde direkt bewertet und gegradet. Gab es, glaube ich, jetzt bei einigen Flawless-Events, ich glaube, bei den Backyard-Jungs kommen wir gleich nochmal zu, aber auch da bahnt sich so ein bisschen was an. Auf jeden Fall haben die Members of Fanatics Live schon mal ein paar Vorzüge beziehungsweise Credit, aber da kann durchaus, sehe ich da noch was kommen, habe ich so ein Gefühl. Dementsprechend schauen wir uns das natürlich dann auch die kommenden Wochen an und ich habe es eben schon mal angedeutet.
Fanatics Live ist, wie gesagt, für die es noch nicht kennen, haben es eigentlich fast jede Woche hier, eine Plattform wie Wogged, wie Whatnot, aber Fanatics halt, von Fanatics, ist, glaube ich, noch nicht auf dem europäischen Markt. Aber die Jungs und Mädels, die dort auf jeden Fall aktiv sind, erstens posten sie regelmäßig Stuff. Und was eben, genau, schreibt gerade Sebi in den Live-Chat, dass The Tens, habe ich auch schon ein paar Mal hier mit reingebracht, das sind jedes Mal neue 10 Hits, die dort gepostet werden, wo dann gesagt wird, wenn dieser Hit auf Fanatics Live gezogen wird, gibt es ein Credit für, ich glaube, $10.000 obendrauf sozusagen. Also der Hit ist bei Fanatics Live. Fanatics Live hat was zum Announcen, dass dieser Hit bei Fanatics gezogen wurde. Und dann gibt es eben ein kleines Goodie noch. Ein kleines ist gut. Von, glaube ich, wie gesagt, $10.000 für die, ja, für diesen Anbieter, wo das gezogen wird. Beziehungsweise dann wahrscheinlich für den, der sie gezogen hat. Also das und wir haben jede Woche dort jemand, der dort irgendwie aktiv ist. Und ein paar habe ich euch mal mitgebracht. Wir sehen zum Beispiel hier oder ihr könnt, ich erkläre es natürlich für alle, die den Podcast hören, Fanatics Authentic ist jetzt nicht Fanatics Live, aber man sieht zumindest da auch nochmal sehr präsent, wie ein Roman Reigns ein paar Signatures droppt auf Plakate, Helme, Figuren etc. pp. Hat jetzt nicht unbedingt was nur mit Fanatics Live zu tun, aber da sieht man schon mal, welche, ja, das Netzwerk einfach sensationell ist. Fanatics kommt, glaube ich, an jeden ran. Auch ein paar Karten wurden dort unterschrieben von Roman Reigns. Steht der jetzt am Samstag yes. WrestleMania an. Übrigens da ein kleiner eigener Hinweis. Wir haben ein WrestleMania Special Break. Falls ihr da Bock habt, mitzumachen, der findet am Samstagabend auch statt, also kurz vorm Event, weil es kurz, aber vorm Event. Alle Infos dazu gibt es auf unserem Cardland Discord. Den Link dazu findet ihr in der Regel auch in den Videobeschreibungen oder auf gradedmoments-shop.de. Also da, wenn ihr Bock habt mitzumachen, haben wir coole Boxen am Start. Also das startet und ja, hier Roman Reigns, wie gesagt, am Unterschreiben, aber eben auch speziell bei Fanatics Live gepostet Kevin Owens, der dort ein Gürtel unterschreibt. Logan Paul, der ja einen kleinen Beef hat mit Kevin Owens und Kevin Owens hat da drauf geschrieben, Logan Paul, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, hier auf den Plattformen SUCKS. Genau, also auch da sind die auf diesen Plattformen beziehungsweise auf diesem Kanal Fanatics Live einfach auch präsent von, wir hatten die letzten Male auch Stars, die selber gezogen haben, Karten, oder eben jetzt auch teilweise eben hier unterschreiben. Jetzt haben wir hier noch eine, aber die kam nicht bei Fanatics Live. Also das sollten wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Wir haben gleich noch einen Post von Fanatics Live, der hat aber nicht unbedingt was damit zu tun. Aber was ich euch einfach nur damit sagen will, wir halten die auf im Auge, die Jungs von Fanatics Live. Dann haben wir, bleiben wir doch gerade bei dem Thema, weil auch es gepostet wurde bei Fanatics Live, ist aus einer Seite, Plattform Inside Edition. Und dort wurde, lasst mich lügen, wurde auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise, ich glaube, das war ein Fall, ich weiß nicht, ob es ein Kriminalfall war oder ob es Verwandtschaft war, ich will da gar nichts Falsches sagen. Worum es in diesem Video aber überwiegend geht, ist, eine Frau zieht eine Wand ab, also wirklich eine Wand, und hinter dieser Wand ist einfach mal eine komplette Baseball-Card-Collection an der Wand geklebt. 64 in die Seite, 25 nach oben sind insgesamt 1600 Karten. Und jetzt steht es hier auch, sie hat das Haus quasi gekauft und hat dann eben diese Wand abgezogen und hat dahinter, hinter so einer Green Wall, einfach diese Karten an der Wand geklebt gefunden. Also ziemlich geile und krasse Geschichte, fand ich, die eben auch auf dem Fanatics Live-Kanal gepostet wird. Inside Edition ist aber ein von diesem Bericht. Aber das fand ich krass. Auch mal, also erstmal, dass ihr das findet, so. Also wer findet schon mal einfach, wenn ihr irgendwo einzieht, die Wand abnehmt und dahinter ist einfach mal 1400, glaube ich, waren es Karten, die einfach nebeneinander als Tapete sozusagen drangebracht worden sind. Andererseits auch eine coole Idee, fand ich, einfach mal eine Tapetenwand aus Karten zu machen.
Also auch das ein bisschen Inspiration für euch, aber auch eine sehr, sehr coole Geschichte, die wir da entdeckt haben. Dann auch angekündigt ein Announcement von Tops. Und zwar gab es ein Announcement von einer erweiterten Partnerschaft oder weiteren Partnerschaft, die oder einer bestehenden zwischen Tops und der Formel 1, die seit 2020 schon zusammenarbeiten. Es gibt ja regelmäßig Sets auch von Tops, Dynasty, Tops Chrome und wie sie alle heißen. Und diese Partnerschaft wurde erweitert mit ja, der Formel 1, was auch Formel 1, Formel 2 und Formel 3 beinhaltet. Auf mehrere Jahre hinweg wird es also weiterhin Formel 1-Karten bei Tops geben. Darauf können wir uns einstellen, was ja ziemlich nice ist, weil die Karten fand ich immer ziemlich cool. Auch ich glaube, die Formel 1-Karten so ein bisschen auch wieder ein bisschen mehr gehypt. Gut, die Saison hat auch angefangen, aber Dynasty auch ein krasses Set. Also da können wir uns zumindest die meisten vielleicht drauf freuen. Tops/Fanatics wird es weiterhin Formel 1-Karten die nächsten Jahre geben. Da wird es keinen Wechsel geben. Wo es aber, und das ja, werden wir immer wieder haben, Panini hat mal wieder, und das ist gar nicht Vorwurf jetzt Panini oder wer auch immer, die haben announced, dass sie sechs weitere Basketballspieler aus der Highschool gesigned haben, also Unterschrift haben für ein Multi-Year Trading Card und Memorabilia Deal, also die dann quasi deren Trading Cards und Memorabilias produzieren dürfen. Das sind vielleicht jetzt, ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber vielleicht kennst du eine oder andere, Carter Bryant, Zoom Diallo, Edge Comp, Ian Jackson, Tahart, Patty Ford und Jaden Quaintance sind sechs Player, die eben auf der Highschool spielen, die Top-Spieler sind anscheinend und die eben jetzt einen exklusiven Vertrag haben mit Panini. Und das hatten wir die letzten Male ja auch immer mal schon wieder am Start gehabt. Es gab es wahrscheinlich schon immer auf eine gewisse Art und Weise, aber das nimmt so langsam Form an, dass das, ja, wie soll man sagen, dass das irgendwie der so versucht wird, den einen oder anderen vielleicht auch einem auszuwählen. Ich meine, ihr wisst alle, die Lizenzen wandern überwiegend fast alle zu Fanatics, Basketball, Football. So, und dann gibt es aber dann da Spieler, das gab es auch schon vorher, aber es ist irgendwie gefühlt oder man hört auf jeden Fall mehr darüber, gab es einfach jetzt immer mehr Spieler, die dann exklusive Verträge dann doch bei einem anderen haben, wo es aber dann, ich hole mir dann eine Topsbox und dann gibt es, sagen wir mal, in 5 Jahren, keine Ahnung, ob das hinkommt, aber Zoom Diallo ist ein brutales Talent, spielt jetzt in der NBA. So, dann gibt es aber keine wahrscheinlich Memorabilia-Karten, wahrscheinlich auch keine Autogrammkarten von diesem guten Zoom Diallo bei Tops in der Box, weil er eben ein Exclusive Deal mit Panini hat. Und so hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da versucht wird, den einen oder anderen da noch rauszuziehen und es wird immer mehr, und was irgendwie dann ja nicht mehr so geil wäre, weil du natürlich, wenn du eine Box holst, du eigentlich die Spieler ja haben willst. Also zumindest geht es mir so, die es da halt so zu handen gibt. Und wenn ich weiß, okay, dann gibt es aber 15 Spieler jetzt, die haben einen Exklusivvertrag mit Panini, die haben noch meine eigene Collection, dann ist es irgendwie nicht so geil. Es gab jetzt zum Beispiel eine eigene Collection von Caitlin Clark, die jetzt war gedroppt worden ist. Und zwar müsste ich gerade mal schauen, war die von Bowman, genau, Bowman, glaube ich, Tops Finance. Exclusive Deal with Caitlin Clark expires on 1. April, die jetzt dann zu Panini gegangen ist. Und die haben, glaube ich, also einer von beiden, ich bin gerade nicht sicher, hat auf jeden Fall ein Set gedroppt. Ich glaube, es war sogar Tops noch. Ein Set gedroppt mit, hier steht, they released an online-exclusive high-end devoted to the Iowa Hawkeye Star, one autograph guaranteed für $850. Genau, also Tops Fanatics Exclusive Deal with Caitlin Clark expires on 1. April, ist ausgelaufen am 1. April.
und haben zum guten Schluss quasi noch da ein Set mit Caitlin Clark rausgebracht. So rum. So steht's da. Und dieses Set kam jetzt raus, wie gesagt, waren 850 US-Dollar. Da gibt es dann auch Unterschrift drin und so weiter. Memorabilias. Also es gibt immer mehr, deswegen wollte ich es hier einfach auch nochmal nicht unerwähnt lassen. Immer mehr exklusive Verträge und das wird uns immer wieder wahrscheinlich hier begegnen im Hobby Talk und das werde ich euch auch immer mal wieder mitnehmen. Genau, das war ein Aprilscherz. Aber ja, es wird auf jeden Fall immer mal wieder sowas geben. Ich bin drauf reingefallen, ich weiß nicht, ob ihr drauf reinfallt, aber das war auf jeden Fall der Plan von Tops gewesen. Dann gibt es noch, was gab es noch? Tyson Beck hat mal wieder ein Announcement gemacht mit einem neuen Drop mit, und zwar keinem geringeren als Carmelo Anthony, der jetzt am, jetzt muss ich gerade schauen, wann der Drop ist mit Melo. Ich glaube jetzt am 9. April, genau, 9. April, gibt es ein Drop, Carmelo Anthony, Tyson Beck. Auch da wird es, glaube ich, auch Unterschriftkarten geben. Wieder sehr, sehr nice Karten von Tyson Beck, der ja eh immer geile Sachen rausbringt. Und da könnt ihr euch, geht einfach mal auf die Instagram-Seite von Tyson Beck, da gibt es dann auch einen Early Access-Link und so weiter. Falls ihr da Bock habt, die Karten, weiß ich nicht, gab es alles schon von 200 bis 1000 oder mehr als 1000. Also kann ich euch keine Preise sagen, steht auch nichts auf den Seiten. Also dürft euch auf jeden Fall freuen, ist bestimmt wieder ein geiles Set. Und für alle Melo-Fans auf jeden Fall eine geile Sache. Dann haben wir, ich glaube, das waren die News hier, genau. Die haben wir auch. Dann haben wir noch eine Info für alle Hockey-Fans. Und zwar gibt es den National Hockey Card Day. Wer hat davon schon mal gehört, Leute? 2024 National Hockey Card Day und der findet statt am 13. April und ich finde, das ist auf jeden Fall erwähnenswert, weil es eine coole Idee ist und bin gespannt, ob wir das in Europa slash Deutschland auch mal irgendwann erleben. Fände ich auf jeden Fall nice. Es ist ein Event, um quasi das Sammeln von Hockeykarten so ein bisschen bekannter zu machen. Auch ja, für die sammeln auch natürlich eine coole Action zu haben. Und was es da gibt, es wird ein eigenes Set geben, es wird Packs geben, die es dann auch teilweise, soweit ich weiß, auch umsonst gibt. Es wird ein paar Stores geben in den USA. Da gibt es dann einen Store Locator auf der Website von Upper Deck, wo man quasi mitmachen kann. Also es gibt eine, also die Shops, die da mitmachen, sind dort hinterlegt und dort kann man dann quasi hingehen. Und da steht dann hier drinnen, The National Hockey Card Day Checklist features 10 Rookies, unter anderem übrigens mit Connor Bedard, der da auch dabei ist. Additionally, collectors can receive 31 Rookie Moments Card with 10 € Purchase of an Upper Deck Product as participating retailers while supplies last. Also da gibt es dann nochmal was Zusätzliches, wenn man einen gewissen Betrag ausgibt. Und das ist eine coole Sache, wie ich finde. Der National Hockey Card Day, wie gesagt, es gibt ein paar Läden dann, die da mitmachen. Es gibt, glaube ich, nichts online zu kaufen. Es gibt da, wie gesagt, so einen Store Locator, der ist dann Kanada, USA. Gibt es einzelne Listen, die man da runterladen kann. Wir können ja mal hier schauen, was, wenn ich da jetzt drauf gehe. Gibt es tatsächlich auch, oh, da sieht man zum Beispiel, wer mitmacht in der Nähe. Sieht man, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Der nächste Shop, der da auch mitmacht, ist zum Beispiel Dave & Adams in Holland. Also, falls jemand am National Hockey Card Day Bock hat, der kann auch nach Roermond fahren. Die machen nämlich auch mit. Es gibt noch einen Laden in Schweden, Hongkong, Tschechien und Australien. Das sind die außerhalb von USA That's am Start amazing! sind. Vielen Dank fürs Abo nebenbei an Sandra. Genau, das ist der Hockey Card Day und fand ich auch eine coole Sache. Und wer weiß, also kann ja sein, dass wir das irgendwann mal auch hier in Europa, haben wir ja dann eben teilweise schon, aber auch mal ein bisschen größer haben, vielleicht auch in Deutschland, zumindest da auch ein paar Shops mitmachen. Finde ich eine geile Sache. Hätte wahrscheinlich ja dann auch schon machen können, wenn jetzt Holland dabei ist.
ist es natürlich auch wahrscheinlich eine Option. Also National Hockey Card Day, wer die Checkliste sich anschauen möchte, wie gesagt, die gibt es auch auf Upper Deck, aber auch Connor Bedard ist mit am Start. Es ist das 15. Mal, wo das Ganze stattfindet. Und ja, also auch ganz nette Karten, finde ich. Sieht jetzt nicht spektakulär aus, aber ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Und dann eben ein eigenes Set für diesen Tag ist schon ganz cool von Upper Deck. Dann haben wir, glaube ich, das waren so die wichtigsten News. Wir schauen nochmal ganz kurz ein paar Grading-Zahlen. Grading-Zahlen aus dem März. Wir haben ja inzwischen übrigens, die Zeit vergeht, wir haben 2. April, Leute. Gefühlt war gestern noch Weihnachten und wir haben jetzt schon wieder April. Es ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder allen so geht. Ich habe gestern gerade mich wieder mit jemandem darüber unterhalten, dass es umso älter man wird, die Zeit irgendwie schneller geht und ich weiß nicht, warum. Falls es mir da jemand eine Erklärung hat, warum das so ist, umso älter du wirst, die Zeit schneller geht, dann erklärt es mir, vielleicht kann ich dagegen steuern. Ich weiß es nicht. Egal. Wir haben auf jeden Fall hier die Zahlen vom März. Da ist ja diese sensationelle Analyseseite oder die Gemrate-Seite, wo eigentlich quasi alles zum Grading am Start ist. Und wir schauen da immer mal wieder einmal im Monat oder auch immer mal zwischendurch rein. Und da haben wir die aktuellen Zahlen aus dem März. PSA hat im März insgesamt 1,33 Millionen Karten gegradet. 1,33 Millionen Karten gegradet. Das sind 8% mehr als im Februar und 9% mehr als letztes Jahr im März. Also da auf jeden Fall Gas. Dann CGC auf Platz 2, die auch richtig Gas geben mit 185.000. Das sind 13% mehr als im Monat vorher und 62% mehr als letztes Jahr. Dann SGC, die ja, wie ihr den Hobby Talk, wenn ihr den verfolgt, ja schon mitbekommen habt, inzwischen auch zu PSA gehören. 147.000 im März, 1% mehr als im Februar und 22% mehr als letztes Jahr im März. Und dann etwas abgeschlagen mit 66.000 Beckett BGS, 1% mehr als im Februar und minus 6%, also weniger als letztes Jahr. Ja, ich weiß nicht, Leute. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben oder in den Chat schreiben, warum, wieso, weshalb, was bei BGS irgendwie los ist. Man weiß es nicht. Irgendwie steckt da, glaube ich, noch viel mehr drin als das, was man sonst so sieht. Es gibt auf Gemrate eine Seite, die könnt ihr da drauf gehen. Da seht ihr auch quasi, was gestern gegradet wurde, wie das Ganze im 30-Tages-Trend aussieht und so weiter, welche Kategorien am meisten gegradet werden. Und TCG ist da immer sehr, sehr weit oben, logischerweise dabei. Die Top-Spieler, die da dabei sind, oder eben Charizard, Pikachu ist dann natürlich auch am Start. Also falls es euch interessiert, kann man da alles Mögliche sich rausziehen, warum man auch immer das tun sollte. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr, sehr cooles, sehr, sehr cool und sehr, sehr viel, was da getrackt wird bei Gemrate. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Genau, das war übrigens, ich sehe gerade, das waren die Items, die gegradet wurden. Ja. Ich muss euch auch schon hier die richtigen Sachen sagen. Es waren die Items, also insgesamt die Items und nur Sports. Jetzt sind wir bei Sports, aber trotzdem krass. 822.000 bei PSA, 130.000 bei SGC, Beckett 35.000 und CGC 31.000. Das hat mich eben schon ein bisschen gewundert. Also da ist natürlich dann die Reihenfolge, sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Aber da sind auch alle am Plus, aber trotzdem PSA mit 14% mehr als letzten Monat und 22% mehr als letztes Jahr. Das waren die Sports-Zahlen und TCG sieht es dann ein bisschen ähnlich aus, wobei TCG bei CGC sehr, sehr stark ist im Vergleich zu letztem Jahr. PSA hat sogar Minus bei TCG gemacht. Ja, also sieht man, wie gesagt, ein bisschen noch, da kann man dann noch auf die Sportarten schauen. Falls es jemand interessiert, Leute, wie gesagt, bei Gemrate im Detail könnt ihr euch alles Mögliche anschauen. Auf meine Frage übrigens eben, warum es so ist, warum die Zeit vergeht, schreibt gerade Dr. Caliente, je älter man wird, desto weniger Freizeit. Das ist der Grund. Also brauche ich mehr Freizeit, dann geht die Zeit wieder langsamer. Wenn das die Lösung ist, dann macht's gut, gell? Nein, keine Ahnung. Wenn das die Lösung ist, dann weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich auch als Kind wenig... Ja gut,
Doch, man natürlich irgendwie spontan irgendwie rausgegangen ist, natürlich schon Freizeit. Wobei das hier eigentlich auch Freizeit ist. Ich weiß es nicht. Egal, anderes Thema. Das waren die News, Leute, aus der Woche. Falls ihr irgendwo News seht, die wichtig sind, die wir nicht verpassen sollen hier im Hobby Talk, verlinkt mich gerne auf Instagram und Co. Graded Moments oder schickt mir eine Nachricht. Dann nehme ich das natürlich hier mit rein. Vielen lieben Dank an alle, die das schon regelmäßig machen. Dann, Leute, kommen wir zu ein paar Pullouts und da müssen wir uns tatsächlich ein bisschen fokussieren, weil da können wir jetzt Stunden machen. Da war sehr, sehr viel dabei. Also, ich gehe jetzt wirklich nur auf ein paar Highlights ein, um das Ganze jetzt nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Wir haben auch wieder ein, zwei aus Deutschland dabei. Aber da waren auch schon krasse Dinger dabei. Es ist natürlich auch Flawless Release gewesen. Da war viel, viel Gutes dabei. Wir gehen mal ein paar durch. Also wir haben hier zum Beispiel gezogen auf Whatnot vom The Hobby House Florida Scotty Barnes Logoman One of One wurde dort gezogen. Also eine Logoman von Scotty Barnes vom The Hobby House Logoman. Wisst ihr, glaube ich, das ist das NBA-Logo von dem Jersey. Logischerweise gibt es das nur einmal, deswegen dann eingearbeitet in die Karte und On-Card unterschrieben. Das zum Beispiel. Dann bleiben wir erstmal bei den Logomans. Es wurde ein Logoman gezogen bei Mello. Wir waren gerade bei Carmelo. Beim Little Pullman, auch auf Whatnot Sports, House of Wax, Carmelo Anthony, One of One, Logoman aus der First of the Line Box. Auch die wurde gezogen, Flawless. Dann haben wir, das war es nicht an Logomanern. Geht es weiter mit einem Dual-Logoman bei Swish Breaks von Zion Williamson und Anthony Davis. Auch auf Whatnot gezogen, Swish Breaks, Anthony Davis und Zion Williamson. Einfach mal auch auf einer Karte als Logoman, die allerdings ohne Unterschrift, aber natürlich trotzdem sehr nice. Dann geht es weiter mit den Logomännern und da wurde einiges gezogen bei Backyards. Und das habe ich vorhin ja mal ganz kurz angedeutet, die waren bei PSA, so habe ich es zumindest verstanden, steht auch hier drin, What a Day Live from PSA Card, die dort jede Menge Flawless aufgemacht haben. Und da sieht man ein paar Hits, also Keegan Murray Logoman, Dirk Nowitzki, Flawless Logoman, Autogramm, One of One, auch brutales Ding. Dann direkt gegradet, Flawless Rookie One of One, Banchero. Kein Patch, aber das war ein Rookie-Auto, One of One gezogen, also kein Logoman, aber trotzdem schöne One of One von Banchero mit On-Card, logischerweise PSA 9 direkt gegradet. LeBron James, One of One, Flawless Diamond. Dann hatten wir eine Max Christie, Logoman Rookie, One of One, Auto, auch am Start gewesen. Dann Markkanen, One of One, Logoman am Start. Chet Holmgren auf 5 Green Rookie Autograph, auch natürlich alles on card bei Flawless. Dann Steph Curry auf 10 nummeriert, USA Autograph mit dem USA Jersey. Dann Banchero nochmal, auch direkt gegradet mit einer PSA 9 auf 25 Vertical Patch Autograph. Nikola Jokic. Patch-Auto auf 5, auch am Start. Also das mal ein paar Karten, die dort gezogen. Ich weiß nicht, wie viel sie da aufgemacht haben, aber sie haben sehr viel aufgemacht. Das waren ein paar. Dann Luka Doncic wurde gezogen bei Rip Hamilton Rips. One of One, die Lulu-Unterschrift ist am Start. Flawless, Draft Game Signatures. Dann die Banchero bei Pull Wax, auch noch eine Banchero, die da gezogen wurde. Unterschrift. Patch auf 5, also auch die sehr, sehr krass. Dann haben wir hier noch Luca und Kyrie Irving Dual Logoman, natürlich auch bei Backyard gezogen, diesmal aber glaube ich bei Ihnen im Office. Also das, hier mal noch eine Jokic bei Mamba Cards gezogen, Flawless Logoman von Jokic, auch das haben wir noch am Start. Also Leute, es ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal eine Flawless aufgemacht hat. Das ist natürlich schon Brett. Aber gut, da ist auch nicht überall ein Logoman drin. Ich will auch nicht wissen, wie viel da erst aufgemacht worden ist. Aber das ist natürlich schon sehr nice. Viele, viele Logomänner sind jetzt auf jeden Fall auf dem Markt oder bei euch irgendwo bald im Angebot.
Genau, das waren auf jeden Fall sehr, sehr viele schicke Karten aus dem Flawless Set, die da rausgekommen sind. Vielleicht die hier noch. Das ist nämlich eine Triple Logo Man, die wollen wir nicht unerwähnt lassen. Triple Logo Man, auch bei Little Pullman, House of Wax, Giannis, LeBron und Kevin Durant. One of One, Triple Logo Man, keine Unterschrift, aber alles Logo Männer. Die drei auf einer Karte, Leute. Zu krass. Zu krass. Was kostet so ein Koffer, werde ich gerade gefragt. Boah. Ich weiß nicht, was er im Verkauf gekostet hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier steht was von $10,000 ungefähr. Panini-Website, genau. Panini-Webseite war für $10,250. Das ist da drin. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch nur, ich weiß nicht, wie viele Karten da drin waren, ehrlich gesagt. Müssen wir gerade mal in die Checkliste gucken. Können wir ja mal schnell machen. Schauen wir mal schnell rein, wie viel da in der war. 10 Karten. 10 Karten, 8 Autogramme, ein Memorabilia. 10 Karten, 8 Autogramme, ein Memorabilia. Das ist die Checkliste, die da am Start war. Ja. Also Leute, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, 10.200. Und wie gesagt, die haben nicht wenige davon aufgemacht. Yes, das waren das erstmal. Dann haben wir, die machen wir zum Schluss, weil das ist natürlich nochmal ein ganz spezielles Highlight, auch ein bisschen Baseball am Start. Und zwar aus eine sehr, sehr geile Kombikarte wurde gezogen von Mike Trout. Mike Trout, und es haben zwei Kids zumindest in diesem Video gezogen, die es kaum glauben können. Mike Trout und Otani, one of one, on card unterschrieben. Und das sind die zwei, gut, bei Otani muss man gerade gucken. Ich glaube, der hat ein bisschen was mit Wetten am Start. Aber das sind schon die zwei, die im Baseball auch momentan mit oben dabei sind. Die beiden auf einer Karte, on card unterschrieben, one of one, Trout, Otani, von den zwei Kids hier gezogen. Price Brothers nennen die sich. Auf YouTube gab es da wohl ein Video zu. Sehr, sehr krasse Karte und sehr, sehr krasser Hit. Auf jeden Fall. Dann gab es noch aus der Dynasty Box bei Plus Sports Cards. Dynasty auch ein sehr, sehr cooles Set für Baseball. Aaron Judge, One of One, auch ja, Logo Man kann man sagen. Das ist dort dann das Baseball-Logo statt NBA. Also es ist Logo Man, One of One, Aaron Judge, das da gezogen wurde bei Plus Sports Cards. Und dann greife ich schon mal vorweg, es wurde dort auch eine Mike Trout One of One gezogen. Also auch da haben wir ein bisschen was gesehen für Baseball, die, ja, die da rausgekommen sind. Dann haben wir auch ein geiles Release gehabt, Obsidian für Football. Obsidian Football, und zwar haben wir das Set übrigens am Mittwoch bei uns auch auf Whatnot. Falls ihr noch nicht auf Whatnot seid, auch gerne in der Videobeschreibung den Link nutzen oder auf Instagram in meiner Bio. Da haben wir nämlich zwei Boxen Obsidian am Mittwoch auf Whatnot. Da gab es nämlich auch das Release, und da gibt es zum Beispiel die Nice Color Blast, auch in Dark jetzt am Start. Und da wurde zum Beispiel bei Backyard auf Whatnot auch gezogen, Price Young, Color Blast, auch das sehr, sehr nice, dass da rausgekommen ist. Also das Set freue ich mich auch sehr drauf, am Mittwoch zwei Boxen damit euch aufzumachen. Ist noch eine weitere Box dabei, aber kein Obsidian. Genau, da haben wir nämlich noch eine Color Blast gesehen diese Woche, auch das war sehr, sehr schick. Dann kommen wir nochmal zu einer Karte, die wir letzte Woche auch schon mal angesprochen haben, glaube ich. Es war letzte Woche, glaube ich. Und zwar zu einer Baseballkarte, nee, falsch rum, zu einem Basketballspieler in einem Baseball-Set, so rum. Und zwar zu Wemby, der in der Dynasty-Box zu ziehen war.
Da hatte ich die Karte das letzte Mal erklärt und gezeigt, wie er auf seine One-of-One ein paar Zeichnungen gemacht hat, mit einem UFO und einem Alien. Hat sich da ein bisschen Mühe gegeben und diese Karte wurde gezogen. Auch bei Plus Sports Cards. Das heißt, die Karte ist aufgetaucht. Lustigerweise schreibt unter dem Post Michael Rubin, ich möchte diese Karte haben. Ich kann mir vorstellen, dass er das ernst gemeint hat. Wemby One of One mit, ja, hat sich selber ein Bart gemalt, ein UFO drauf, Unterschrift ist drauf, ein Alien ist drauf und keine Ahnung, was das an seinem Kopf sein soll. Diese Karte wurde gezogen, Leute. Die Wemby One of One mit Patch wurde gezogen. Krasserweise, ein paar Tage später, auch wieder auf Blast Sports Cards, gab es diese Karte. Dieses gibt es auch auf 5 nummeriert und, glaube ich, noch auf andere 25, glaube ich, noch nummeriert. Diese Karte auf 5 nummeriert wurde auch auf Blast Sports Cards gezogen. Da ist dann auch ein Autogramm und Patch dabei. Da hat er dann keine Zeichnung gemacht. Die hat er wirklich schon auf die One of One gemacht. Aber auf 5 nummeriert, auch die wurde jetzt dann gezogen, ein paar Tage später, auch bei Blast Sports Cards. Also sehr, sehr nice, was da am Start war. Wo wir gerade noch bei Dynasty waren, bleiben wir vielleicht noch zu guter Letzt bei Mike Trout, One of One. Die haben wir nämlich auch noch bei Blast Sports Cards gezogen. Da wurde auch jede Menge Dynasty aufgemacht, anscheinend. Mike Trout, One of One, auch sehr, sehr geile Karte. Mit Patch, auch sehr, sehr geiler Patch. Unterschrift on card, auch die war nice und ist aufgetaucht bei Plus Sports Card. Ja, ich glaube, das waren die Baseballkarten. Dann haben wir noch zwei Fußballkarten und zwar eine, die wollte ich euch mal erklären oder zeigen. Und zwar diese Karte hier ist eine Flawless 2016 Design anscheinend. Die hat der Prime Collectors mal gepostet. Und das sieht aus tatsächlich wie Haribos und das sind aber Stollen. Stollen eingearbeitet in die Box. Und das dürfte aber auch ein April-Scherz gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe so Flawless-Karten noch nie gesehen. Falls es doch kein April-Scherz war, weiß ich es nicht. Aber auf jeden Fall sah es sehr, sehr witzig aus. Coole Idee. Flawless 2016, Lionel Messi anscheinend hier so ähnlich. Wie Haribos sahen sie aus und das sollen aber Stollen gewesen sein. Wie gesagt, weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob es. Ich habe so Karten noch nie gesehen. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Dann haben wir eine Karte, die in Deutschland gezogen wurde und zwar bei Fratelli Cards. Eine Erling Haaland One of One aus dem wunderbaren Topps Finest Road to Euro 2024 Set. Das haben wir auch letzte Woche aufgemacht. Sehr, sehr coole Karten, auch wenn leider nicht für alle Nationalmannschaften die Lizenz da sind. Da wurde eine Prized Footballers One of One gezogen von Erling Haaland. GG an denjenigen, der diese Karte jetzt hat. Sehr, sehr nice. Und ja. Die haben wir zumindest noch mal eine hier aus Deutschland gezogen. So, und jetzt kommen wir zu meinem Hit. Das ist schon schwer bei den ganzen Karten, die da gezogen worden ist. Aus dieser Woche, Leute. Eine haben wir noch hier, vielleicht Fußball. Card Pavillon. Super Refractor. Card Pavillon. Super Refractor. One of One. Erling Haaland. Cristiano Ronaldo. Wurde anscheinend bei jemand bei Ihnen im Shop gezogen. Ich weiß nicht, Card Pavillon ist, wo der Shop ist genau, aber Card Pavillon heißt doch die Instagram-Seite. Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, zwei Unterschriften auf Sticker, aber nice, One of One, wurde gezogen bei Card Pavillon. Auch die ist aufgetaucht, die wollte ich nicht noch vergessen haben. Auch sehr krass. So, aber jetzt kommen wir, und ihr seht, das sind krasse Hits gewesen die Woche. Eine Karte ist zu krass. Und zwar natürlich auch bei Fanatics Live gezogen von Leighton Sports Cards, Leute. Und diese Karte ist auch eine One of One und die hat nicht unbedingt nur was, nee, die hat eigentlich nichts mit Sport zu tun oder wenig mit Sport zu tun. Und zwar wurde die jo aus der Transcendent Collection Baseball, glaube ich, das war ein Baseball-Set, glaube ich, was wo die rausgezogen ist, eine Beatles Quattro Unterschrift gezogen. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George, wie heißt der? Harrison.
Unterschrift in einer KD. Gibt es da noch ein eigenes Bild vor, von? Das war zum Beispiel eine von The Tens. Die wurde gezogen, Leute. Also Unterschrift von den Beatles. Von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Unterschrift auf einer Karte, One of One. Zu krass. Sehr, 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 sehr nice Karte. War doch aus der 4-Box K gezogen. Oder ich weiß es nicht, welche Box es war. Es war auf jeden Fall eben diese Transcendent Collection. Baseball. Also ist aus einem Baseball-Set. Ja, der Sound ist ein bisschen blechern, Leute. Das weiß ich leider. Irgendwas stimmt mit dem Sound nicht. Ich hoffe, dass es nächste Woche wieder besser wird. Letzte Woche ging gar nichts. Heute geht der Sound noch nicht. Nächste Woche funktioniert dann hoffentlich alles wieder. Aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem halbwegs. Ja, also das ist schon ein krasser Hit. Und wenn ich mit einer der krassesten Hits dieser Woche auf jeden Fall, mindestens dieser Woche. Genau, das dazu, wie gesagt, ich könnte noch Stunden weitermachen, aber wir wollen es nicht auf die Spitze treiben. Wir schauen uns einfach noch mal ein paar Souls an aus der Woche. Da haben wir nämlich ein bisschen Eishockey am Start, die da verkauft wurden. Natürlich wieder ein bisschen Connor Bedard, Outburst, Young Guns aus der Upper Deck Series 2023. Und die gab es einen neuen Record Sale, 5.400 PSA 10, vorher 4.855. Es gibt bisher 5, Population ist 5. Also jetzt nochmal gesteigert um 600 Euro zum Vergleich im 4 Tage vorher. Also die Karte wird auf jeden Fall gehandelt. Dann haben wir Bedard auch hier nochmal vielleicht als Übersicht. Das sind so die meisten verkauften Spieler der letzten 30 Tage auf den bekannten Plattformen. Und da ist im Eishockey zumindest aus der Young Guns, nur aus der Young Guns 23-24 Serie, also nicht alle, sondern nur aus dieser Serie 1 und 2. Connor Bedard mit 1.100 Verkäufen. Carlson mit 540, also weniger als die Hälfte. Dahinter dann Zach Benson, Poitras, Sari, Koczynski, McMahon, Mintukov, Laurie und Minton. Das vielleicht mal für die Hockeysammler eine Übersicht der ja, vielleicht beliebtesten oder gefragtesten, sagen wir mal so, Spieler aus der Young Guns 23-24 Series 1 und 2. One and Two, das sind Bedard, Carlson und Benson, die Top 3. Bedard, glaube ich, konnte sich jeder denken, aber Carlson, Benson hat vielleicht noch nicht jeder gehört, deswegen auch das wollte ich mal hier ansprechen. Und wer gerade richtig Vollgas gibt, ist Connor McDavid im Eishockey. Das sieht man auch an seinen Preisen und wir haben hier eine krassen Preissteigerung gesehen. Bei der Karte The Cup 15-16 Monumental Rookie Patch Autograph von Connor McDavid. Also richtig nice Karte, gegradet mit BGS 8. Letzte Verkauf war 2017, also ist ein bisschen her. 26. März, vor gut, jetzt müsste ich rechnen können, 7 Jahren. Vor gut 7 Jahren, ziemlich genau sogar, 2325 BGS 8. Und diese Karte wurde jetzt verkauft bei Golden am 30.03., also wie gesagt fast genau 7 Jahre später, für 78.000. Also wie gesagt, letzter Verkauf war 2325, vor 7 Jahren, jetzt 78.000. Also das mal ein bisschen kleine Steigerung zum letzten Verkauf auf jeden Fall von Connor McDavids The Cup Karte. Dann haben wir noch eine Karte, die ist nämlich gerade in der Auktion und da wollte ich mal mit euch nämlich reinschauen. Ich müsste nur gerade schauen. Ich weiß nicht, ob die... Es wurde nämlich eine Connor McDavid Employer Exclusive Rookie Card verkauft. Ich weiß nicht, man sieht leider nicht den Preis, wie sie jetzt am Ende verkauft wurde, aber es ist ein Company Exclusive, Employee Exclusive Rookie Card mit Unterschrift von Bedard. Sieht leider nicht den finalen Preis, vielleicht finden wir den bis nächste Woche raus.
Aber die letzte Stand war gestern bei noch 10 offenen Stunden bei 2750 Dollar. Also auch das fand ich eine interessante Karte. Einmal, dass es da so eine Karte gibt und zum anderen wollte ich eigentlich mal wissen, wie die ausgeht, aber wir haben es leider noch nicht final. Schauen wir vielleicht nächste Woche dann nochmal rein. Dann haben wir noch ein Sold am Start oder ein paar Solds. Die Top 6 Record March Premier Auctions. Also bei PVCC gibt es ja auch immer Premier Auctions. Auf Englisch klingt es dann doch besser. Und die Top 6 von dem Volume haben sie hier einmal aufgelistet. Das ist im März auf Platz Nummer 6 LeBron James. Tops Chrome 2008 dürfte das sein. Gold Refractor PSA 9 wurde verkauft für 45.000. Dann auf Platz 5. Die 97er Metal Universe Champions Shaquille O'Neal als PMG wurde verkauft als PSA 9 für 84.000. Dann, die haben wir auch hier schon gesehen, ist die LeBron und Bronny James Bowman U Chrome Dual Autograph von den beiden für 114.000 Dollar. Auf Platz 3 Chet Holmgren für das ist eine One-of-One Logoman Patch mit On-Card-Auto, Rookie-Logoman, für 144.000. Auf Platz 2, da bin ich jetzt raus, Pokémon Kangaskhan, PSA 10. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, für 216.000. Und Platz 1, Skybox Premium, 98, glaube ich, Jordan Star Rubies für 300.000. Also nur, dass man mal so einen Vergleich hat. Die Jordan hier Star Rubies Premium, Skybox Premium für 300.000, die LeBron Bronny Refractor, Super Refractor One of One für mehr als die Hälfte weniger. Die Chet Holmgren die Hälfte knapp von der Michael Jordan. Die ist allerdings auch nicht gegradet. Die Jordan ist gegradet. Also das sind die Top 6 March Premier Auctions. Auch fand ich interessant, was da so am Start war. Aber es gab auch noch ein paar Verkäufe auf der Plattform Only Alt und damit zum Beispiel eine Anthony Richardson Gold Vinyl 2023er Prism Set PSA 10 für 18.976, also fast annähernd 20.000 für Anthony Richardson Rookie Gold Vinyl aus der Prism PSA 10. Dann haben wir hier noch eine Basketball SGA. Panini Prism Mosaik in Black. Autogramm von Shai Gilgeous-Alexander. BGS 9. Autogramm wurde mit 10 gegradet. Und diese Karte wurde verkauft für 19.200. Das ist wohl doppelt so viel wie vorher. Ja, aber der gibt natürlich auch Gas. Letzter Verkauf war 26. November 2023, also nicht so lang her, für 8.700. Und jetzt, wie viele Monate später ist das? 5 Monate später für 19.000, also 11.000 Euro mehr wurde diese Karte jetzt verkauft, auch auf Only Alt. Dann haben wir noch auf Card Hobby ein paar Verkäufe. Anthony Edwards, National Treasures, Patch Auto auf 99 für 13.680 wurde die verkauft. Und dann haben wir noch eine Wemby Donruss Elite Die Cut One of One in Green für 12.194 wurde die verkauft. Dann eine Tyrese Halliburton National Treasures 2021 Autograph Rookie Patch Auto auf 99, BGS 9 Autogramm auf 10 gegradet für 11.730. Eine Cristiano Ronaldo Impeccable 2021 Immortal Ink Silver wurde mit 9 PSA und Autogramm auch mit 10 gegradet für 7.634. Franz Wagner National Treasures Logoman One of One für 7.262 in Raw. LeBron James Exquisite Collection 2005 Autograph Patch. Da wurde die Karte geschützt, aber einfach nur die Unterschrift als Authentic. Und die wurde mit 6.393 verkauft auf Card Hobby. Und zu guter Letzt nochmal drei Rekorde.
für die Weekly Auctions, auch auf PBCC. Da ist nämlich vorne mit dabei Jerry Rice zum Beispiel, Skybox Premium Star Rubies 98er PSA 7 für $24.600, Dennis Rodman, Skybox Molten Metal Fusion, BGS 8.5 für 27.000 und nochmal eine Dennis Rodman Metal Universe Championship PMG BGS 8.5 für 43.000. Also auch da wieder einige schicke Karten, den Besitzer gewechselt. Eine, die weniger Besitzer bzw. weniger bekommt momentan, ist die Kenny Pickett Immaculate Karte. Das wollte ich euch noch zeigen. 2022er Immaculate PSA 9 Autogramm auf 10 Patch Auto wurde verkauft am 14.09., also im September letzten Jahres, für 510 und jetzt am 24.03. für 89. Also es geht auch in die andere Richtung, Leute. Auch das wollte ich euch mal zeigen. Kenny Pickett auch ja gewechselt. Und ja, 24.03., also das ist dann 3, 6, ja ungefähr 8 Monate, also mehr als ein halbes Jahr ungefähr später, von 510 auf 89 US-Dollar für diese Kenny Pickett. Also auch es geht in die andere Richtung und ich sage es immer wieder, Leute, wir schauen uns hier die Top-Karten an, ein paar Highlights, aber es geht immer um den individuellen Wert. Meine Isaac Bongas, Leute, die sind unbezahlbar zum Beispiel. Also es gibt immer einen individuellen Wert, Leute. Vergesst das nie, auch wenn wir hier immer uns die Hits anschauen. Genau. Eins, was nicht mit Karten zu tun hat, unbedingt, aber wollte ich euch auch noch zeigen, und zwar Shaquille O'Neal. Ein Game-Worn LA Lakers Jersey mit Hose, also komplette Uniform, ist die teuerste, das teuerste für eine Auktion von Shaq, die über den Tisch gingen bei der Plattform Heritage Auctions. Und dieses Set wurde verkauft für 262.500 Game Worn getragen, including the game in which wo Kobe seine Premiere gefeiert hat. In diesem Spiel wurde dieses Jersey getragen von Shaq und dieses Jersey wurde jetzt verkauft für 262.500 US-Dollar, Leute. Wer war das? Wer war das? Genau. Das vielleicht dazu. Ich glaube, das war es aber dann auch wirklich an den Souls. Das waren wirklich wieder mal spannende Verkäufe in dieser Woche. Und ja, dann schauen wir uns zu guter Letzt vielleicht gleich noch die Releases der Woche an. Wir schauen aber erst gerade mal, weil im Chat hat mich jemand gerade auf die Idee gebracht, mal da reinzuschauen. Und zwar auf den Cardshow-Kalender. Da stehen ja jetzt immer mehr Cardshows an. Und zwar auf meiner Website graded-moments.de findet ihr eigentlich wirklich jede Cardshow, mindestens in Europa, plus ein paar auch aus Amerika. Und wir haben hier als nächstes zum Beispiel am 6. April ist einmal die Trade Day and Night in Langenfeld, die ja monatlich, glaube ich, stattfindet, bei den Jungs Kiki und Ivan im Store. Und in Hamburg, Leute, in der Edel Optics Arena, die Trading Card Convention, auch ganz nice am Start. Also auch da für die Nordmenschen zumindest auch wieder was am Start. Trading Card Convention ist geplant am 6. April. Jetzt am kommenden Wochenende, bevor es dann am 20. April dann in Dänemark zum Beispiel die nächste Show gibt. Also auch da gerne vorbeischauen. Wer kann, wer möchte, wird auf jeden Fall sehr, sehr cool, glaube ich, auch wieder in Hamburg. So, dann kommen wir noch zu den Releases der Woche. Und nochmal sorry für den Ton heute. Ich gebe mir Mühe, dass es beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder anders aussieht. Die Releases der Woche, und da muss man die letzten Monate, Wochen echt aufpassen, weil sich da immer sehr, sehr, sehr viel verschiebt. Stand jetzt kommt morgen Topps Sterling Baseball raus. Topps Sterling Baseball, auch wieder ein High-End-Set. Da ist nämlich eine Karte in einem Pack, zwei Packs sind in der Box, also ihr wisst da schon eigentlich Bescheid, was euch da erwartet.
aus dem Top Sterling Set. First Super Premium Hits Only Release, so heißt der erste Satz aus der Checkliste. Jede Karte ist nummeriert auf 25 oder weniger, logischerweise auch mit One of One und so weiter. Also 25 oder weniger. Es gibt sehr, sehr nice Patches-Karten. Es gibt auch hier Holzstücke drin, Bad Knobs, Nameblades, also Nameblades, also Namenplatte übersetzt. Wahrscheinlich nicht mal so übersetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Dual Pad Label Books, also da sind schon sehr, sehr krasse Karten dabei. Man sieht hier zum Beispiel eine Karte von Otani von seinem Nameplate, glaube ich, ist das. Also Hobby Box ist im Presale auf eBay.com für 5.000. $5.000 kostet eine Box. Eine Box ist am Start für dieses Set. Also das kommt raus. Top Sterling Baseball ist jede Menge High-End momentan. Für was da gerade rauskommt, auch im Baseball, ist das morgen am Start. Dann soll morgen auch rauskommen, weiteres High-End-Set, Immaculate Football. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich rauskommt. Also auch das absolutes High-End-Set. Wir haben dort in der Hobbybox 6 Karten, ein Pack, also 6 Karten sind da am Start. Auch da, Leute, alles on-card, sehr, sehr nice Patches. Also ich glaube, Immaculate, Flawless kennen die meisten von euch zumindest vom Sehen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch nächste Woche wieder relativ viele krasse Hits sehen. Wir haben Premium Patch, Rookie Patch, Autographs, natürlich von Price Young am Start. Tua ist dabei, Brooke Purdy ist dabei. On-card Dual Autographs sind dabei, auch Logomans, Dual Logomans. Sieht man zum Beispiel von Justin Fields, DJ Moore, auch sehr nice. Und wir haben da momentan eBay.com, gehen die Boxen weg für 1.100 ungefähr. 1.100, 1.200 gehen die Boxen ungefähr weg auf eBay.com, die normalen Boxen. Also auch da, ja, geht die nächste High-End-Box an den Markt oder auf den Markt. Die nächste, wo wir gerade bei High-End-Boxen sind, aber auch das sehr, sehr geil, Impeccable WWE. Und das kommt wirklich, weil da gibt es schon auch ein paar Presales in Deutschland. Impeccable WWE. Und da gibt es echt nice Autogramme, Leute, die da mit am Start sind. Auch On-Card, Roman Reigns, Mid-Patch, Kurt Angle, sieht man hier, Alexa Bliss. Dann haben wir auch hier Goldbarren, zum Beispiel Cody Rhodes Goldkarte. Es gibt CM Punk ist mit dabei, logischerweise. Wir haben 9 Karten in der Box insgesamt. Das Set insgesamt beinhaltet 100 Karten. Aber wirklich, da sind auch alle echt dabei. Ich gehe mal kurz in die Autogramme hier rein. Von Rey Mysterio. Ich lese mal gerade, wo vielleicht der ein oder andere Name auch euch was sagt. Bianca Belair, Drew McIntyre, Cora Jade, Ricochet, AJ Styles, Shotzi, Asuka, Roman Reigns, habe ich eben schon gesagt, mit Memorabilia auch alles dabei. Was haben wir hier noch? Jinder Mahal, Jimmy Hart, Batista, Eric Bischoff, Booker T, Undertaker ist mit dabei, Honky Tonk Man, wer den noch kennt, Stone Cold, also die Checklist ist auf jeden Fall am Start und das Set gab es im Presale, glaube ich, für 700, 800 Euro, glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht sicher, zumindest in Deutschland, aber jetzt in den USA gibt es das jetzt ja für $700 in eBay.com, auch das Set, auch im High-End-Bereich. Dann nicht im High-End-Bereich ein Hockey-Set, aber nices, wie ich finde. Werden wir wahrscheinlich auch wieder bei uns im Shop bekommen. SP Game Used von Upper Deck 23-24. Connor McDavid, Jack Eichel, Gritty Patch, Leute, gibt es da drinnen zum Beispiel. Austin Matthews ist dabei und so weiter und so fort. Wir haben auch die Bedarfs der Welt natürlich in dieser Box am Start. Das ist 23-24, also da wird es auf jeden Fall wieder was zu jagen geben. Und das Set ist ganz geil. Also gibt auch coole Patches. Auch natürlich hier
Netze auch drinnen, wie gesagt, vom Maskottchen auch ein Patch, Rookie-Patches, alles für, ja doch, ist schon eher High-End, 6 Karten pro Pack, ein Pack pro Box, also ist dann doch auch nicht viel in der Box und wir schauen uns gerade mal die Presale-Preise in USA an für diese 6 Karten und da ist natürlich der Bedar-Hype am Start. Wir haben hier ein Angebot, in Kanada, muss man aber dazu sagen, für 240. Dann haben wir hier noch eins für 290 US-Dollar. Ich kann euch noch nicht sagen, wie es hier kosten wird, aber es ist, und deswegen ist er gerade bei vielen Eishockeysammlern, die ich kenne, nicht ganz so beliebt. Der Bedarf drückt die Preise auf jeden Fall nach oben. Und das, wie gesagt, für 6 Karten, 290 US-Dollar ist dann auch natürlich auch im Eishockey dann schon sehr, sehr, sehr High-End fast schon. Dementsprechend, ja, das Set. Und dann haben wir am Freitag noch ein Basketball-Set. Und zwar Panini Revolution Leiter, vor allen Dingen, leider nicht garantiert mit einem Autogramm. Wir haben nämlich 4 Inserts, 8 Parallels, 4 Rookies on average. Aber es gibt die Möglichkeit, ein Autogramm zu ziehen. Aber es ist keins on average oder keins garantiert. 5 Karten pro Pack, 8 Packs pro Box sind am Start. Aber auch coole Karten. Revolution, glaube ich, kennt jeder. Hat schon mal jeder gesehen. Coole Inserts. Es gibt auch neue Rookie Variations als Super Short Printed dabei. Coole Inserts, habe ich eben gesagt, Liftoff, Rookie Revolution, Shockwave kennt man, Supernova, Vortex und wie gesagt auch die Option, ein paar Autogramme zu ziehen, unter anderem von Jokic, Doncic, Ja Morant und wie sie alle heißen. Also das gibt es als im Set, aber ist eben nicht garantiert und da waren die Presale-Preise aber auch nicht ganz so günstig. In den USA kriegt man die Boxen bei eBay.com für 215 US-Dollar, 215 US-Dollar. Ich glaube, in der Deutschland waren sie bei 240, 250, habe ich sie gesehen. Genau, das kommt diese Woche, wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Wir schauen dann mal rein, ob es dann wirklich dabei bleibt. Das waren so die News der Woche, Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder up to date. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, falls ihr irgendwo mal was entdeckt, was wir unbedingt hier mit reinnehmen sollen, müssen, dann schreibt gerne, verlinkt mich gerne, dann kommen die auf jeden Fall mit rein. Sorry nochmal für die Tonprobleme und das Licht hier. Gebe mir Mühe, das nächste Woche wieder besser zu machen. Also wie gesagt, irgendwas stimmt da noch nicht, aber auch das kriegen wir noch hin. Zumindest steht die Leitung heute mal anscheinend ganz ordentlich. Also vielen lieben Dank nochmal an alle fürs Live dabei sind, für alle, die den Podcast sich vielleicht nachträglich noch anhören. Und ja, macht, wie ihr das Ganze unterstützen könnt, wie ihr mich unterstützen könnt. Gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen und gerne dieses Format auch teilen auf Instagram, Facebook, wo ihr auch alle seid. Gerne ein bisschen Werbung dafür machen. Das hilft auf jeden Fall, falls euch das gefällt. Wäre das eine große Wertschätzung. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns für die in unserer Fantasy-Liga wie immer jetzt gleich. Geht es dann weiter nach einem kurzen Break. Da gibt es nämlich einen Sieger in unserer Basketball-Fantasy-Liga, den wir gleich uns anschauen. Und ansonsten am Donnerstag sind wir wieder auf Twitch, beziehungsweise morgen am Mittwoch auf Whatnot. Also falls ihr da Bock habt mitzumachen, morgen haben wir NFL am Start und Personals, falls ihr Bock habt, auf Whatnot. Leute, vielen lieben Dank für eure Zeit, für das ihr dabei wart und seid. Und dann sehen und hören wir uns vielleicht morgen oder sonst demnächst. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.
Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hört ihr mich? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Kratzt das gerade wieder oder ist es jetzt okay? Kratzt es wieder oder ist jetzt okay? Hört sich wieder normal an? Komisch, ich verstehe es nicht, Leute, ich verstehe es nicht. Ich muss mir das danach mal angucken. Klingt ganz gut. Ja, Leute, egal, keine Ahnung. Auch das Bild seht ihr im Licht. Ich bin noch nicht fertig. Es war Donnerstag besser. Ich weiß nicht, irgendwie stimmt es hier nicht. Irgendwie mit dem Licht hier noch irgendwie am Rumhantieren. Aber das kriegen wir alles noch hin. Ihr wisst ja, ich bin Perfektionist, Leute. Das lässt mir schon keine Ruhe. Aber das kriegen wir schon noch hin. Liegt es an der Szene? Nee, es liegt nicht an der Szene. Es liegt an der Einstellung. Irgendwas stimmt nicht mit den Einstellungen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die Verbindung so an sich ist okay, oder? Die Videoqualität, Verbindung ist top. Weil da hatten wir ja letzte Woche das Problem irgendwie mit dem Internet. Da habe ich ja hier mir so einen Stick geholt mit so einer Antenne innen dran. Aber ich glaube, die Qualität inzwischen ist ganz cool. Aber ja, ich glaube, was der Sound fehlt noch. Aber korrigiert mich gerne, wenn ich Quatsch erzähle. Also Qualität ist hoffentlich nice. Genau. Genau, wir haben heute, letzte Woche ist es ja dann leider ausgefallen, Fantasy wieder am Start. Wer ist denn überhaupt noch da? Sandra ist da, Berlin Karz ist natürlich da, Sibylline ist da, Dadom ist da, Janni ist da. Was macht der Umzug, Janni? Was macht der Umzug? Der Großteil ist durch, das ist doch schön. Das ist doch schön. Genau, schreibt gerne mal in den Chat, wer noch alles da ist. Wir schauen uns den Stand an, Leute. Wir fangen gleich an, natürlich mit Basketball, Leute. Da haben wir nämlich den Sieger gekürt. Basketball, Eishockey, Playoffs und dann geht es in den ersten Spieltag mit Baseball, Leute. Den können wir uns nämlich dann auch gleich anschauen. Und ich habe endlich auch meinen ersten Spieltag. Ich hatte den ersten Spieltag ja spielfrei. Ich hoffe, ich spiele, glaube ich, gleich mal gegen einen Top-Favoriten der Saison. Aber ja, wir können gleich mal reingucken. Wir fangen aber an mit Basketball und das müssen wir leider wieder, weil Basketball leider immer noch nicht Sleeper auf Desktop ready hat. Ich verstehe zwar nicht warum, aber gut. Wieder auf Handy machen, deswegen mache ich hier schon mal Sleeper an. So. So, jetzt muss ich glaube ich hier noch die Dings aufmachen. Okay, das ist noch ein Falschraum. So, jetzt da. Chance, grüß dich. Chance, grüß dich. So,
Wir gehen in die Playoffs. Leute, wie gesagt, letzte Woche müssen wir ausfallen lassen, aber diese Woche sind wir am Start. Wir schauen vielleicht nochmal ganz kurz in die letzte Woche. Da gab es nämlich das Spiel um den 5. Platz, was ich verloren habe, sehr, sehr knapp gegen Basti Fantasti. Es war ein sehr, sehr enges Spiel. Das heißt, 5. Platz für Basti Fantasti, 6. Platz für mich, 7. Platz für Showtime, 8. Platz für Chance, 9. Platz für Sebelin und 10. Platz für Paulinho. Das war die letzte Woche noch. Da mussten wir noch was nachholen. Und jetzt sind wir, Leute, in dieser Woche, in der finalen Woche. Wir schauen erstmal in das Spiel um Platz 3. Und da gab es ja im Halbfinale für mich zumindest eine Riesenüberraschung. Zumindest DK hat ja nicht das Finale erreicht, sondern gegen Milan verloren gehabt. Dennis war ja durchweg immer Platz 1 und hat es dann im Halbfinale verkackt gegen Milan und hat jetzt im Spiel um Platz 3 dann Dadom, der das Halbfinale gegen Luke Orostep auch verloren hatte, gegeneinander gespielt. Und das Finale hat dann Dennis aber da doch für sich auch in einem sehr spannenden, ne, wie beide Spiele waren, sehr, sehr spannend. Also da auch Glückwunsch an beide für diese krasse Paarungen oder an alle vier eigentlich. Aber auch das Spiel 270 zu 264, also knapp 6 Punkte Unterschied zwischen Dadom und DK beim Spiel um Platz 3. Und wir schauen kurz in die Spielereien. McBride 30 Punkte, SGA 29, also fast gleich. Garland 23,5, Sexton 28, Pritchard 19, Brown 25, Zion mit 31, DeRozan mit 31, Porter mit 15, LeBron James mit 38,5, Collins 29,5, Leonard 27,5, Jokic 49,5, Adebayo 29,5 und die Flex mit White 24, Aldama 24 und Brunson mit 48, der es dann wohl auch mit rausgeholt hat, und Gobert mit 31,5. Brunson hier mit einem 61-Punkte-Spiel gewesen. Also da, ja, DK hat dann immerhin dann noch Platz 3 gesaved gegen Dadom, aber trotzdem Dadom auch krasse, starke Saison gespielt, aber DK auch sehr, sehr nice dann dieses Spiel um Platz 3 für sich entschieden. Und dann Glückwunsch Berlin Cards beziehungsweise Luke Orostep im Finale gegen dann doch überraschenden Milan, auch in einem super krass spannendem Spiel. Chance, du eben war es noch schlechter anscheinend. Aber die meisten haben gesagt, jetzt wäre es besser. In einem super krass engen Spiel mit 7 Punkten Unterschied. Also wie gesagt, Milan die Saison abgeschlossen mit 5 Punkten, 5. Platz, und Berlin Celtics mit 2 Punkten. Und ja, jetzt das Ding sich geholt, Berlin Celtics. Glückwunsch zum Sieg, zum Champion-Titel. Und wir schauen in die Spielerei. Murray 36,5, Vassell 31, DiVincenzo 36,5, Van Vliet 33, Schröder. Wenn du nicht direkt reinredest, ist es besser. Okay, ich kann es auch ein bisschen weghalten. Vielleicht ist es dann besser. LaVert mit 26,5, Markkanen 32, Siakam 32, Porzingis 25, Giannis 52,5, Edwards 24, Sabonis 26,5, Anthony Davis mit 52,5, Claxton 32, Reed 18, Avdija 26, Murphy 29, Capella 28. Ja, und dementsprechend hat sich das Ding Berlin Celtics geholt. Der Pokal ist schon hier, der Wanderpokal, der macht sich dann auf den Weg, sobald der Ring geschliffen wurde. Der kommt in den nächsten Wochen und dann macht sich das Ganze auf den Weg zu dir nach Hause. Erst nochmal dickes Dankeschön an alle, die in dieser Saison dabei waren.
Wir machen natürlich dann bald auch die Abfrage, wer nächste Saison dabei ist, aber so wie ich das mitbekomme, sind alle wieder am Start. Die Draft-Reihenfolge steht natürlich auch. Dementsprechend schauen wir uns das Ganze dann an. Wir haben natürlich auch da nochmal die Möglichkeit, irgendwie Vorschläge für Regeländerungen können wir dann wieder jetzt 5 Monate warten. Naja, es gibt natürlich Drafts zwischendurch, CBL. Wir müssen ja nicht 5 Monate, obwohl startet der Draft in 5 Monaten, oder? Da müssen wir 5 Monate warten. Ja. Also das machen wir alles im Channel dann auf Discord, aber ich glaube, wie gesagt, es sind so gut wie alle dabei. Ja, also das war die Premieren-Saison. Der Champion ist am Start, Luke Eurostep. Und ja, wir gucken, wie gesagt, das war eigentlich die Standings. Luke Eurostep auf Platz 2, DK war eigentlich auf 1, Dadome auf 3. Ich habe, wie gesagt, eine sehr enttäuschende Saison gespielt, muss ich sagen. Habe ich, glaube ich, auch im Channel schon mal geschrieben, als Platz 6 dann raus. Aber ja, bin gespannt, wie das dann nächstes Jahr wird. Leute, vielen lieben Dank nochmal an alle für diese geile Saison und für euer Mitmachen, für euer Engagement die ganze Zeit. War sehr, sehr nice. Gut. Also, alle Vorschläge oder Ideen, Wünsche könnt ihr auf jeden Fall schon mal auf den Discord reinhauen. Genau. Das könnt ihr da auf jeden Fall schon mal abgeben. So, dann schauen wir mal in Eishockey rein, weil da sind ja auch Playoffs, Leute. Da muss ich kurz mal hier die Seite wechseln. Da sind ja auch Playoffs. Da muss ich jetzt mal hier gucken. Da. Da. So, jetzt ist der Ton nämlich wieder da. Wir sind ja hier auch in den Playoffs. Jetzt muss ich ein bisschen rüberschieben wieder. So, jetzt kennt man hoffentlich alles. Auch hier sind wir in den Playoffs in den entscheidenden Wochen, Leute. Hier gibt es leider nicht so eine schöne Übersicht. Wir gucken gerade mal. Genau, wir sind nämlich hier, Woche 24. Wir hatten die Playoff Games. Sieht man hier, genau. Runde 1. Ice Age hat quasi hier gespielt in Runde 1. Dark Races hat gegen, genau, Ice Age, Milan gegen End of P. End of P, schauen wir uns gleich an, hat gewonnen. Spielt jetzt gegen Dark Race, Stachito. Gegen Bochum Ice, gegen DK, Stachito jetzt gegen FC Blackhawks. Das waren die Playoffs. Wir gucken kurz mal in die Paarungen rein. Das ist nicht ganz so übersichtlich hier immer. Deswegen muss ich hier immer her springen. Letzte Woche,
Also Milan gegen End of P. Das war dann doch relativ eindeutig, wobei Milan ja echt auch eine gute Saison am Ende dann auch gespielt hat und ordentlich aufgeholt hat, wenn man so die ersten Spiele noch im Kopf hat. Und wir schauen mal kurz in die Top-Spieler rein, auf beiden Teams wieder. Ich sehe gerade, ihr seht den Namen nicht. Muss ich doch ein bisschen kleiner werden. So. Top-Spieler bei End of P waren Thompson mit 48, Vetrano 36, Rantanen 36, Makar 35, Saka 40 und Uyghur 42. Dann haben wir bei Milan gehabt, Strom 34, Barkov 41, McKinnon 45 und Panarin 36. Das waren so die Top-Spieler bei Milan. Aber wie gesagt, es war dann doch relativ eindeutig 801 zu 694. Das war ja der sehr eindeutig für Thomas, der jetzt dann quasi im Halbfinale steht. Und das andere Spiel war eben Stachito gegen DK und es war noch eindeutiger. Da war aber auch die Favoritenrolle noch klarer verteilt. Und die Topspieler bei DK waren hier Scheifele 35, Trocheck 51, Dreisaitl 39, Crosby 44. Genau, das war bei DK und bei Stachito Carlsen mit 43, Barbashev 38, Werenski 37, Fox 37, Hinz 35. Und Carlsen mit 37. Und das ging dann aus 876 zu 685, also dann doch sehr eindeutig. Und in der unteren Seite der Tabelle gab es Consolidation Rounds, also da ging es dann um die goldene Ananas. Da habe ich gegen Tiny Goal Hammies gespielt, das Ding gewonnen. Und Yannick gegen Muck das Ding geholt. Und dementsprechend spielen wir jetzt hier um die Consolidation Finals, der liebe Yannick und ich. Auch da schauen wir kurz mal in die Spiele rein. Von uns, genau. Einmal Yannick gegen Muck, die besten Spieler. Muck, Jamie Benn mit 39, Ekholm 39, Toast mit 33, Kopitar 39, Jack Eichel 46. Und Hennepin 38 und bei Yannick waren es Miller mit 40, Paterka 35, Jarvis 35, Nurse 32, Sanderson 31, Larkin 35, Johnston 41, Lafreniere 41. Also Yannick das Ding geholt, relativ auch mit 736 zu 606, auch ziemlich klar. Und ich gegen Tiny Goal Hammies, das war dann ein bisschen enger. Top-Spieler bei Tiny Goal Hammies waren, ist übrigens meine Premierensaison, also ganz unhappy bin ich nicht. McAvoy 38, Kadri 36, Kaczuk mit 42, Jones mit 34 und bei mir waren es dann Schmaltz mit 34, Killorn 33, Marchessault 38, Prodi 34, Fowler 32 und Letang 35, Chichun 35, Bouchard 34, also dann 743 zu 694. Das, wie gesagt, sorgt jetzt dafür, dass ich gegen Yannick das Consolidation Final Spiel und wie gesagt das Final Playoff Game bzw. das Halbfinale spielen jetzt die liebe Janni, die quasi die erste Runde jetzt hier ein Freiticket hatte, gegen End of P und Stachito gegen FC Blackhawks. Da bin ich sehr gespannt. Das Spiel auf Papier zumindest sehr, sehr enger als dieses Spiel. Da geht Janni dann doch als Favorit rein, würde ich sagen. Aber ja, kann alles passieren in den Playoffs. Das steht diese Woche an. Janni, Thomas und Stachito gegen FC Blackhawks. Ich bin gespannt, Leute, wie es dann nächste Woche hier aussieht.
Wer ist euer Favorit, Leute? Schreibt es mal in den Chat. Während ich jetzt mal versuche, in unsere Baseball-Liga reinzukommen, wird eine gute Woche. Ich freue mich auf das Match. Es läuft ja schon, oder, das Match? Es läuft ja schon. Wer ist euer Favorit in der Saison? Bei mir ist es Jani tatsächlich. So. Jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen, weil ich finde mich noch nicht so 100% zurecht. Also, wir schauen in den ersten Spieltag rein, Leute. Der ging vom 28. bis 31. März. Jetzt muss ich hier Scoring. Wo sehe ich alle Teams, oder? Ja, oder sehe ich die Tabelle? Wo sehe ich denn die Spiele? Da sind die Spiele, da sind sie ja. Da sind sie doch. Genau, also das waren die Spiele und jetzt müsst ihr mir, wie gesagt, ein bisschen helfen. Also wir haben den ersten Spieltag hinter uns und sehen hier Hamburg Flounders gegen GBCC Live Padres. Das erste Spiel und Sieg ging an Hamburg Flounders. Und hier sieht man ja, die Hitters, wie viel gespielt haben, wie viel noch. Also das sieht man während des Lives, zeige ich euch gleich nochmal. Im Live, da macht das Sinn. Und hier sieht man die Punkte. Sozusagen hier sind die Hitter und hier unten sind die Pitching-Sachen am Start. Und da sieht man, wer wie viele Punkte gemacht hat. Und da sehen wir bei Hamburg Flounders tatsächlich auch ein paar Spieler mit Minuspunkten, aber auch hier ein paar Pluspunkte. Also ich weiß nicht, wie wir das hier am besten immer durchgehen wollen, aber ich gehe auch hier vielleicht mal ein paar Highlights hier. Jose Altuve mit 12 Punkten. George Springer mit 12 und Tatis Jr. auch mit 12, also insgesamt 69 Punkte gemacht beim Hitting und GBCC nur 56 Punkte mit Machado 13 Punkte, Michael Harris mit 12 und Soto mit 8, Willie Adams hier noch mit 9, also das Duell auf jeden Fall schon für sich entschieden. Und auf der Pitching-Seite, da war es dann doch noch ein bisschen eindeutiger für Hamburg Flounders. Zum Beispiel hier mit 66 total zu 28 total. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hier sind allerdings auch viele Verletzte dabei. Also Devin Williams ist verletzt, Brian Wu ist verletzt, Senga ist verletzt, Kyle Bradish ist verletzt. Home Runs und Stone Bases bei Hitting sind interessant. Home Runs sind hier 1, genau, deswegen stehen hier Home Runs. Das sind die Home Runs. Stolen Bases sind die SBs. Und bei den Pitch and Strike Puts. Aber die stehen hier nicht dabei, oder? Aber die Punkte ist ja das Ergebnis quasi von dem allen. Aber da sieht man halt eben, hier waren auch viele Verletzte am Start. Justin Steele hat hier 15 Punkte gemacht. Chris Sale 17. Genau. War das nicht so, dass man, wenn man mit der Maus drüber geht, KS Strikeout, dass man da sieht, was das bedeutet? Kennst du alle ab oder kennt ihr alle Abkürzungen? IP, IR, da dauert auch 50. Hier sind, beim Baseball, finde ich, hat man so viele Abkürzungen noch im Gegensatz, ich meine, beim anderen, bei Football ist auch relativ viel und so, und aber die sind alle nicht so wichtig, aber hier finde ich, ist es schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber da findet man sich wahrscheinlich mit der Zeit dann schon zurecht. Die meisten Innings pitched. Aber warum hat man bei Innings pitched eine Kommazahl? Man hat doch einfach
in einem Inning gepitcht, dann ist es eine 1. Hat man in zwei Innings gepitcht, ist es eine 2. Warum hat man hier eine 3,2 zum Beispiel? Aber ja, ich glaube, wie gesagt, der Unterschied auch hier bei GBCC ist natürlich zu erklären, dass es hier auch echt insgesamt 4 Verletzte bei dem Pitcher gab. Es wurde die Frage auch gestellt auf Discord, ob ich meine Aufstellung immer wechseln kann, tageweise. Und ich hatte jetzt verstanden, dass es nicht geht. Janik, grüß dich. Kann ich tageweise meine Aufstellung wechseln? Zu Beginn kann ich auch so gut wie nie, wird beim Baseball auch so sein, weil die Innings ausgetauscht werden können. Weil die im Inning ausgetauscht werden. Ja, aber dann haben sie ja trotzdem, also haben sie kein ganzes Inning gepitcht, sozusagen. Okay. Aber hatte nicht jemand das probiert? Also ich kann mal, ich weiß nicht, ob ihr heute schon mal in den Discord reingeschaut hattet, Baseball Fantasy, da hatte GBCC geschrieben, ich hatte versucht, die Spieler aus den Empty Spots gegen Ersatzspieler zu tauschen. Das hat sich aber, es ging nicht. Oder meinte er was anderes? Meinte er was anderes. Also auf jeden Fall erster Sieg, Hamburg Flounders. Dann zweites Spiel, Hergon Cards gegen Tingley Hole Punchers. Ich feiere ja die Namen. Das war ein bisschen mehr Punkte auf jeden Fall in dem Spiel am Start. Habe ich gemacht für letzte Woche, da hatte ich ja keine Zeit, konnte ja auch schon jeden Tag anpassen. Aber was meinte dann GBCC mit Empty Spots gegen Ersatzspieler austauschen? Dann war er wahrscheinlich zu spät, oder was? Vielleicht dann nochmal reinschreiben in den Discord. Ich glaube, das ist dann noch nicht so klar. Also, Herr Gonkarts gegen Tingley Hole Punchers. Das Ding ging an Tingley Hole Punchers 218, 274. Wir schauen kurz auch auf die Hittings. Da haben wir bei den Herr Gonkarts auf jeden Fall 49 zu 82. Also auch da dick, fast doppelt so viele Punkte. Brandon Loaf haben wir auf jeden Fall hier mit einem Home Run mit dabei. Kalenčić ist mit dabei, Langford ist auch mit dabei, Josh Young mit 9 Punkten und hier bei Tingley, Hole Punchers, Pete Alonso mit einem Home Run, Ho-Seung Kim mit einem Home Run und einer Stolen Base mit 15 Punkten, Ramirez Home Run, 13 Punkte, Christian Walker, 2 Home Runs, 14 Punkte, Corbin Carroll ist dabei mit 17 Punkten. Das ergibt 82 und bei den Pitchers war es dann doch ein bisschen ausgeglichener. Da haben wir hier mit George Kirby 35, 6-7 oder Joe Ryan mit 14 oder Bobby Miller mit 41 und auf der anderen Seite Pablo Lopez 33, Grayson Rodriguez 36, Kyle Harrison 27. Es werden Spieler in einer Periode nicht spielen. Du hast Spieler, die nicht jeden Tag spielen. Dort erscheint dann ein Empty Spot, wenn dieser Spieler out ist, aber nicht spielt. Wenn Spieler in einer Periode. Aber es gibt es Spieler, die ganze Periode nicht spielen, sozusagen. Und dann kannst du aber nicht mehr wechseln. Dann die kannst du aber auch trotzdem noch wechseln, oder? Genau, also das war das Spiel. Dann Munich Sluggers gegen die Atlanta Hawks 243 zu 289. Das High-Scoring Game in dieser Woche oder in dieser Periode. Auch beim Hitting 117 war es hier auf jeden Fall bei Atlanta Hawks. Josh Naylor haben wir hier dabei mit 10 Punkten. Mookie Betts mit 3 Home Runs, 26 Punkte. Steve Kwan mit einem Home Run und einer Stone Base mit 16 Punkten hier dabei gewesen. Und bei Atlanta haben wir Aussie Albies auch mit 2 Home Runs, einer Stone Base, 24 Punkten. Arozarena mit 2 Home Runs, 2 Stolen Base, 15 Punkten. Und Lourdes Gurriel Jr. mit 3 Home Runs und einer Stolen Base, 33 Punkte. Beim Pitching auch relativ ausgeglichen. Shane Bieber
mit 6 Strikeouts, 41 Punkte. Und Nick Pivetta 23 und Cole Ragnos mit 20. Wright Detmers mit 28 hier auch noch. Und bei Atlanta haben wir Tyler Glasnow mit 28, Merrill Kelly mit 34 dabei. Und ja, das waren so die Highlights. Das Spiel ging an Atlanta Hosts, dann St. Pauli Skulls gegen Myrtle Beach. Muss ich gerade nochmal lesen. Es liegt auch daran, wenn du dir die ganze Periode anzeigen lässt und da ein Spieler dabei ist, der einen Tag nicht spielt, als empty angezeigt wird. Wenn du dir die Tage einzeln anzeigen lässt, sieht das anders. Also bis 5 Minuten spielen kannst du jeden Tag dann auch schon ändern. Okay. Ich glaube, vielleicht schreibt man. Ah ja, hast du gerade, sehe ich gerade. Das ist gut. St. Pauli hat das Spiel gewonnen gegen Myrtle Beach Merman. Auch hier schauen wir mal bei den Hits. Das war dann doch noch ein bisschen klarer. Wir haben hier Gunnar Henderson mit einem Home Run, 17 Punkte. Jimenez mit einer Stolen Base und jede Menge Baseläufe, 24 Punkte. Und hier bei Myrtle Beach haben wir ja keinen, der jetzt besonders hervorgestochen hat. Freddie Freeman, Anthony Volpe ist dabei mit einem Home Run. Aber 97-58 war bei den Hitter und bei den Pitcher ist es dann fast ausgeglichen gewesen. Da haben wir hier Hunter Green 16, Brandon Pfaadt mit 26 und 5 Strikeouts. Und hier waren es dann Jared Jones mit 32 Punkten auf jeden Fall. Und Brian Bellow mit 17 Punkten. Ja, war ein spannendes Match, war doch mit fast das ausgeglichenste, würde ich sagen. Wo es dann relativ klar war, war im letzten Match in der ersten Periode zwischen Jem und Yanni. Jem und Yanni, da war es bei den Hittern alleine schon 66-33, also doppelt so viel. Kebren Hayes ist hier am Start mit 18 Punkten. Wobei die jetzt nicht so hoch waren alle. Otani mit minus 1 tatsächlich. Spencer Steer mit 13. Wie geht es eigentlich weiter mit Otani, Leute? Dann haben wir bei Jem hier auch keine wirklichen großen Besonderheiten. Anthony Santander hier mit 2 Home Runs. Immerhin und 16 Punkten. Aber da waren halt auch ein paar Minuspunkte dabei. Und bei den Pitchers war es dann auch doppelt so viel. Da war zum Beispiel José Berríos mit 29 Punkten bei Yanni am Start. Brady Singer mit 40 Punkten. Und Tarik Skubal mit 31. Mit 6 Strikeouts. Und, 6, glaube ich, waren es. Bei mir ist zum Beispiel, dass der MI nicht in den Majors ist, der Empty Spot. Okay. Und bei Jem war es bei den Pitchern Freddy Peralta mit 34 und Yamamoto mit 15. Ja, das war auf jeden Fall das erste Spiel. Wir gucken mal in die Tabelle rein. Das sieht jetzt Stand erste Spieltage, wie gesagt, so aus. Graded Moments hat noch 0 Spiele. Warum ich hier aber schon Fantasy-Punkte habe, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist nämlich die erste Periode. Da muss ich hin. In die Standings muss ich hin. Atlanta Hosts, Yanni, St. Pauli, Tingyo Punchers, Hamburg jeweils mit einem Sieg. München, Hergon Cards, Myrtle Beach, Jem, GBCC und ich dann hinten, wie gesagt. In der Bye-Week sammle ich Fantasy-Punkte, das wusste ich nicht. Aber hier in den Standings. Das wusste ich nicht. Tatsächlich wusste ich nicht, dass ich da auch Fantasy-Punkte sammle. Das wusste ich nicht. Ich meine, hier steht jetzt, ich habe keinen Sieg und keine Niederlage, aber ich sammle anscheinend wirklich Punkte.
Das muss man vielleicht auch nochmal reinschreiben. Da war ich jetzt halt das Versuchskaninchen. Aber anscheinend sammeln, ich habe jetzt wahrscheinlich nicht viel gesammelt, weil ich habe in der Ausstellung nicht wirklich viel gemacht in der ersten Woche. Aber anscheinend gab es da auch Punkte, ja. Weil wenn ich jetzt hier reingucke, habe ich 9 Punkte gemacht. Ja, vielleicht schreiben wir das auch nochmal rein, dass das alle Bescheid wissen. Ist vielleicht wahrscheinlich dann, wenn man, wenn es auf gleiche Sieg und Niederlage drauf ankommt, kommen die Fantasy-Punkte wahrscheinlich zum Tragen. Genau. Das ist Stand jetzt. Genau. Und jetzt schauen wir mal, wer spielt diese Woche gegeneinander. Diese Woche gegeneinander spielen. Atlanta Hawks gegen mich. Kryptonian gegen Hamburg Flowers. GBCC hat eine Bye Week. Herr Goncarts gegen St. Pauli Skulls und Myrtle Beach gegen München Sluggers und Tiley Hong Punchers gegen Janni am Start. Jetzt sieht man hier nämlich die Hitters played, current and remaining. Also gespielt bei Atlanta haben jetzt 13 Hitter. Aktuell spielt keiner und noch 29. Es werden noch 29 Innings mit den aktuellen Hittern gespielt. Und bei dem Pitcher haben gefinisht 2. Aktuell spielt keiner mehr und noch 3, die remaining sind. Bei mir ist es so, dass 12 Hitter gespielt haben. Also da sieht man so ein bisschen was, wie, warum, wieso. Ich habe nämlich 2 Empty Spots und die hatte ich eigentlich neue Spielerpunkte. Milan, grüß dich. Ah, das sind schon Zwischenstände, stimmt. Das sind schon Zwischenstände, weil ich hier 9 Punkte schon gemacht habe. Das fließt, deswegen fließt es da direkt rein. Das ist nicht gesammelt. Beim ersten Spiel. Ich glaube, das ist direkt von diesem Spieltag schon reingeflossen. Mich wundert es nur gerade, dass die Empty Spots hier sind, weil ich 2 neue Spieler geholt hatte. Die sind ja aber anscheinend noch nicht da. Das muss ich mir gleich nochmal anschauen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ja, sollen wir noch was angucken? Sieht man hier Transactions vielleicht noch? Wer wo wie was gemacht hat? Ich glaube, da passiert auch relativ viel immer, ne? Momentan. Da sind doch 2. Jordan Hicks, Tyler O'Neill. Aber ich habe eigentlich 2 hinzugefügt. Wo sind die denn? Sie sehe ich die hier nicht. Muss ich nochmal gucken. Genau. Also ich glaube, da können wir nicht auch nicht immer alle durchgehen, aber hier sieht man, dass Jam auf jeden Fall ordentlich aktiv ist. Hamburg Flounder ist schon mal näher. Trey Lipscomb, das ist alles gedroppt, oder? Ne, geaddet. Genau. Ah, ich hab die geaddet, wollte ich doch gerade sagen. Claimed. Jetzt tut das Zugucken weh. Wieso tut das Zugucken weh? Ach so, weil du keine Liga mehr hast. Ja, jetzt. Jetzt, wir hatten es lang probiert, Milan, wir hatten es lang probiert, dich zu erreichen. Ja, Leute, ich würde sagen, das war der erste Spieltag. Nächste Periode, wenn du die gestern geclaimt hast, ja. Ist so. Wie lange geht diese Periode eigentlich? Bis 4. Also. Das sind auch nicht immer ganze Wochen, das darf man auch nie vergessen. Das sind ja auch sehr, sehr viele Spiele. Ja. Alright. Was ist denn die Zahl hier unten, diese 90,58? Ist das projected oder was? Ja, Mann, das ist projected.
Muss ich noch ein bisschen Gas geben hier. Ich gucke das immer auf dem Handy an, deswegen ist das hier mal ein ganz neues Erlebnis für mich. Ja. Was war die Uhr? Die Uhr? Welche Uhr? Uhr? Wo war da eine Uhr? Die Uhr? Welche Uhr, Leute? Sebi, welche Uhr meinst du? Unter dem Namen. Ach so, ja. Das ist Hittings, Innings Remaining. Also wie viel Innings haben wir noch übrig mit den Hitter, die ja gerade noch am Start sind? Und das sind quasi die Hittings, Innings Remaining und das ist Hitters Plate, Current Remaining. Und das sind die Innings, genau. Und das sind die Pitchers. Yes. Alright, Leute. Dann war es das, glaube ich, erstmal für heute. Ich hoffe, das mit dem Ton kriege ich jetzt hier hin. Das nervt mich nämlich. Da kümmere ich mich jetzt mal drum. Vielleicht geht es wieder los mit Brewers Twins. Ah, das lasse ich direkt gleich mal laufen nebenbei. Gut, danke für den Hinweis, Yannick. Alright, Leute, dann sehen wir uns vielleicht morgen auf Whatnot, Leute. Würde mich freuen. Wir haben morgen Football am Start. Origins ist am Start. Die Box ist heute gekommen. Die liegt hier. Freue ich mich drauf. Nicht Origins, Obsidian. Ich verwechsel es immer. Und Donnerstag sind wir wieder hier, wobei ich noch nicht weiß, was wir breaken. Wir haben zwar noch ein Baseball offen und ein Basketball, glaube ich. Und Wrestling für Samstag. Aber Stand jetzt haben wir noch keinen Break. Ich wollte heute was droppen, aber das hätten wir nicht bis Donnerstag mal aufbekommen. Eventuell machen wir spontan noch was, was ich hier habe. Das muss ich aber noch mal gucken. SB Game Used. Weiß nicht, ob es morgen da ist. Wenn es da ist, droppe ich auf jeden Fall. Kommt es in den Shop? Ich habe auf jeden Fall bestellt. Aber Break ist halt immer bei High-End immer ein bisschen schwieriger. Aber wenn Plan ist, dass es kommt. Das ist mein letzter Stand. Genau. Alright, Leute. Dann würde ich sagen, hoffentlich bis morgen. Ansonsten, wie gesagt, bis Donnerstag oder dann am Donnerstag. Morgen oder am Donnerstag, genau. Leute, bleibt gesund. Wir sehen und hören uns. Ich kümmere mich jetzt um den Ton. Macht's gut. Ciao, ciao, Leute. Schönen Abend euch. Kein Fork mehr, Milan. Whatnot jetzt, Whatnot. Ausrufezeichen Whatnot eingeben, da kriegst du den Link und gerne anmelden. Kriegst du 15 Euro Startguthaben, wenn du dich über den Link anmeldest, Milan. Funktioniert auf jeden Fall besser als Wokt, finde ich. Also komm gerne morgen mal vorbei, siehst du es. Jetzt musst du kurz warten, weil der Yannick den eingegeben hast. Jetzt kannst du es nochmal probieren, Milan. Oder siehst du den Link? Da kannst du nämlich drauf gehen. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch da anmelden. 15 Euro bei der Anmeldung kriegt ihr dann als Bonus und ich kriege auch noch ein kleines Goodie von Whatnot, wenn ihr euch über den Link anmeldet. Wenn ihr euch übrigens selber mal dort zum Verkaufen anmelden wollt, sagt mir Bescheid. Auch da kriege ich ein kleines Goodie. Also Leute, macht's gut. Kommt gut in die Nacht. Ciao, ciao.